So, jetzt guten Gentlemen, jetzt kommen wir zurück zu Octodad Deadly Sketch. Mit Shorts, mit Unterhosen Nummer. Mit Medizinitrose. Tose. Ich kann es immer nicht aussprechen. Tommy und Stacy erfinden eine Geschichte über ihren Vorder. Ich kann nicht Klavier spielen, nein. No piano. No, 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 no. Keyboard. PC Keyboard. Mommy, what's the story about? Huh? Well, this is a story about Dad. Yeah. Und? He's in a wrestling ring. Können wir. Oh, was? I think he's at the hospital. And he's a nurse. Was? That's lame. How can he be a doctor? Und macht das so Pflegerzeugs, ne? Geht zur Pflegestation, von mir aus. Okay. Und wo ist die? Bin ich jetzt schon da? Jawohl. Finde die Patientenunterlagen. Oh nein. Oh, oh wow. Okay. Yeah! Hilft dein Patient, ne? Okay. Also. Der war ein echter Blödmann. Ach. Verstellen Sie mein Bett. So, so. Wir haben hier Patienten. Herrn Agropeter. Hüpfen nicht allein in meinen Mund. Ah, Herr Agropeter, Sie möchten gerne, dass ich Sie füttere. Nichts lieber als das. Und hier kommt die Eisenbahn. Irgendwie. So, da kommt sie. Da, hier. Sehen Sie die? Okay, gut. Wir müssen uns beherrschen. Füttere. So, hier. Schmeckt gut, oder? Ja, ja, ich weiß. Hier nochmal. Nochmal. Also, ich glaube, er hat keine Hunger mehr. Was? Ein Buch? Das ist ja echt eine kleine Nervensäge. Buch? Haben wir ein Buch? Buch? Oh, ich verstehe. Buch. Buch gefunden. Ja. Nein. Ja. Ui. Jetzt sag mal, wo ist denn unser Fuß da? Also? So. Ich bringe lieber gleich das rote Buch mit. Sonst wollte er noch wirklich. Jetzt, wo fasst er sich denn hin? Er fasst sich gerade in die Hose. Ekelhaft. So. Ich eile. Ups. Okay. So. Hier ist ihr Buch. Bitteschön. Mein Tropf ist fast leer. Besorgt dem Patienten einen neuen Tropf. Und wo zum Teufel haben wir sowas? Da? Sehr gut. Ich wusste doch, dass Mr. Agropeter. Hoppala. Wir hatten die Bananenschale hier hingelegt. Jetzt raus aber. Okay. Schönen Tag noch, Herr Agropeter. So, hilf deinen Patienten. So, was gibt's denn? Und okay. Es ist. Flockenrose? Läuft vor? Was? okay. Frau Agathe Müller. Wie geht's Ihnen denn heute? Gut. Bestimmt, oder? Gucken Sie mal hier, was im Fernsehen läuft. Da könnten Sie eventuell mal nach dem Tod hinkommen. Okay. Wir haben hier definitive. Okay. Gucken wir mal in deinen Kopf. Ah ja. Oh, Entschuldigung. Das war. Oh,
Ich wollte nur die Reflexe. Okay, gut. Wir müssen definitiv mal näher hin. So, jetzt bloß keine Angst haben. Nur weil ich so nah da bin, ne? Das ist alles normal. Okay, gut. Wir müssen noch ein Stück weiter weg. So. Aha, ja. Da ist nichts. Da ist nichts. So, da können Sie selber nachschauen. Sagen Sie mir die Wahrheit. Okay. Wir schreiben es auf die Tafel. Sehr genau. Fachausdrücke. Oh Gott. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ich male Ihnen das ganz genau auf. So, also. Das ist ungefähr so. So, ja. Das haben sie. Hilft dein Was zum verdammten Teufel? Danke und Abflug. Guten Morgen. Würden Sie vielleicht... Aber natürlich, klaro. So, das brauchen Sie nicht. Hopp. Ah. Definitiv. Schalt. Jetzt. So. Fertig. Ich würde sagen, das ist jetzt gemacht. Fernseher, natürlich. Schalten wir aus. So, genau. So, fertig. Schüttel das Kopfkissen. Achso, das Kopfkissen. Okay. Dann schütteln wir halt mal das Kopfkissen. Ja. Ein paar Donuts? Oh, ich brauche noch Geld. So, danke. Ups, Entschuldigung. Ah ja, hier geht's nicht rein. Okay. Ich würde gerne ein paar Donuts nehmen. Ist das hier? Jawohl. Donuts. Das ist wohl die 2. Ja, ja. Hä? Oh, ich verstehe. Hä? Die Maschine funktioniert nicht, Mister. Das sind aber keine Donuts, oder? Okay, aber mit meinen Armen müsste ich eigentlich da reingreifen können. Das ist irgendwie jetzt nicht so gut gelaufen. Ja. Ja. Sehr gut. Auf geht's. Die Donuts sind heiß und fettig. Naja, so ungefähr. Bitteschön. Gerne. Und jetzt? Oh. Ja, ja, hallo? Seit langem verschollener Bruder? Nein, was? Nein. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Wie ist das los? Lege den Patienten auf die Rolltrage. Los, komm. Komm, komm, komm. Hoch, 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 hoch mit dir. 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 Oh mein Gott, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Ist alles okay, oder? Oh, tutsi, tutsi. Klappe den Seitenteil hoch. Okay. So, okay. Aha. Klappe die Seitenteil hoch. Verdammt, 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 verdammt. Nein, nein. Er muss jetzt nicht mehr lesen. Lesen kann er eh nicht mehr. Ach, verdammt, 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 verdammt. Verdammt. Mein Gott! So, boah. Bring ihn in den Vorarbeitungsraum, okay. In den Vorarbeitungsraum, alles klar. Prep Room, Prep Room. But suddenly Dad faced a most fearsome challenge. Was? Dun, dun. Was? Quetsche dich durch die Tür?
Ah! Sehr gut. Okay, los! Los! Ja. Sehr gut. Bring ihn in den Vorbereitungsraum. Okay, okay, okay. Das sieht doch alles ziemlich gut aus, oder? Verstehe, 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 verstehe. X-Ray. Ist es hier der Vorbereitungsraum, oder? Ja, perfekt. Wasch deine Hände. Okay. Wo kann man Hände waschen? Oh. Könnte gleich alle meine... Sehr gut. Gib ihm die Betäubung. Oh mein Gott. Welche Betäubung? Ah, okay, die Betäubung. Das ist jetzt aller Search Simulator. Mir bloß nicht selber spritzen, sonst sehe ich fliegende Kühe. Pack ihn auf den... Oh. Er braucht immer noch dieses dämliche Buch nicht. Okay. Dann auf mit ihnen in den OP-Tisch. So. Das ist jetzt alles ganz einfach eigentlich. So. So ungefähr. Perfekt, oder? Ey, ich sag's euch. Ruf Dr. Udo aus. Okay. Okay. Wo macht man das denn jetzt? Ah ja, da. Ich seh's doch. Aha. Ruf ihn noch. Hallo? Joe? Dr. Udo, Dr. Udo. Warte auf Dr. Udo. Okay. Während der... Udo. Udo. Alles klar. Wie man die ganze Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte gefallen, wenn ihr mich von beim nächsten Mal bei Octodad mit mir dabei seid. Nächste Runde ist durchleuchten wir mal. Mein neues Talent für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.